Wenn hier jemand ist, den wir nicht sehen oder wahrnehmen können, bitten wir dich, dass du dich irgendwie bemerkbar machst. Kannst du vielleicht dieses Geräusch nachmachen? Selina, du musst dort nicht sitzen bleiben, wenn es dir da nicht gut geht. Du kannst gerne aufstehen und woanders hingehen. Das möchte ich danach, bitte. Ja, dann komm. Da ist auch noch einer. Selina. Ja? Was ist mit dem, der mich hier umkreist? Ist der noch da? Ja, der heißt Rüdiger. Der ist ziemlich ruhig und ich habe das von 1920 bis 30 irgendwo. Da ist der gestorben. War er grausam? Ey, wollt ihr das jetzt wirklich wissen? Ja, natürlich. Der Viktor ist eine Sau. Der hat alle Mädchen genommen, die bis 15 waren. Also nach jeder Frage, die ich stelle, merke ich schon eine gewisse Energie. Ich habe meinen verstorbenen ersten Mann auf dem Sofa sitzen sehen. Ich kann es da empfangen und aber auch gleich. Da hinten hängt einer im Flur. Also die, ja, die haben sie alle drei umgebracht. Wir müssen schon rational denkend an die Sache herangehen. Beim Spuk scheiden sich die Geister. Und Geisterjäger bleiben skeptisch. Ich muss erst mal abwarten, was ergibt unsere Auswertung. Geisterjäger. Ihr Arbeitsgebiet ist die Vergangenheit, sind Welten, wie sie die Wissenschaft nicht vorsieht. Als Lohn für ihre Erkundung winkt mitunter ein vermeintlicher Blick hinter die dünne Wand einer möglichen Zusatzexistenz. Für die einen ist das Spuk, für andere ist es Paranormales. Auf Teufel komm raus wollen sie keine Resultate. Nur Messbares hat eine Chance auf Plausibilität. Dunja Kutschat und Melanie Schindler sind Geisterjäger. Seit 2010 helfen sie kostenlos Menschen, die für seltsame Erscheinungen keine Erklärung haben und doch eine wünschen. Hallo. Ah, hallo. Das ist ja schön, dass ihr den Weg hierher gefunden Hallo, habt. Hallo, Melanie Schindler. Hallo, ja. Susanne. Kommt rein. Dankeschön. Die Kundin aus dem Sauerland plagt hinter den alten Gemäuern seit langem Rätselhaftes. Wir sind jetzt seit 15 Jahren hier drin und dass immer wieder Sachen passieren, die wir uns nicht erklären können. Es ist nicht so, dass wir Angst haben, aber es sind so Sachen, wo wir nicht zuordnen können. Mhm. Es fing an, dass mein Mann, der eigentlich ein Kopfmensch ist und sich für sowas überhaupt nicht interessiert und auch überhaupt nicht zugänglich ist, hier alleine abends auf dem Sofa saß. Und er hat Fernsehen geguckt und merkt plötzlich, wie was hinter ihm lang geht. Also er hat da so einen Hauch gespürt und merkte, wie irgendwas hinter ihm ist. Und er sagt, das haben sich ihm auch die Nackenhaare gesträubt. Und er war ganz steif und dachte, bloß nicht umdrehen, bloß nicht umdrehen. Und das war eigentlich so dieser erste Kontakt. Das hat er mir dann auch erzählt. Und dann ist auch lange nichts mehr passiert. Und dann haben wir vor ein paar Jahren mal draußen im Flur eine Wand neu gestrichen und ich habe ein Bild umgehängt und wir sitzen wieder hier im Wohnzimmer und plötzlich macht es draußen Klack. Und ich denke, was ist das denn? Und gehe raus, war auch keiner in der Nähe und das Bild war unten. Also der Nagel war aber nicht verbogen oder sonst was, sondern das Bild stand sauber unten drunter, so nach dem Motto, das möchte ich da aber nicht haben. Und da war auch vom Rahmen oder so nichts abgesplittert? Nichts, abgesplittert, der Nagel war nicht verbogen, es war gar nichts. Ich hatte nur ein anderes Bild hingehängt und so nach dem Motto, oh, das gefällt mir nicht, das möchte ich da nicht haben. Und die letzte Aktion, die passiert ist, wir haben zwei junge Hunde und die sollen nicht die Treppen hochgehen. Und da habe ich so zwei Wasserkästen stehen und plötzlich macht es einen riesen Rums und einer von diesen Wasserkästen fiel die Treppe runter. Und man könnte ja meinen, ein Wasserkasten, der so draufsteht, der kippt so weg, aber der kippte also gerade so rum weg und die Flaschen fielen raus. Also was vollkommen unsinnig ist, das kann gar nicht sein. Wir haben nicht den Eindruck, dass es eine böse Energie ist oder was auch immer es sein mag. Mhm. Nur definitiv, dass irgendwas da ist. Und mir persönlich ist es auch passiert, das war allerdings im Sommer. Da bin ich einmal aus der Waschküche rausgekommen mittags, da war ich alleine zu Hause und komme um die Ecke und sehe einen Schatten da stehen. Aber so wie in dem Moment, wie ich gucke, ist es auch weg. Mhm. Das war das einmal in der Küche und einmal saß ich draußen beim Mittagessen.
und hatte auch noch irgendwie was in der Zeitung geblättert und man auch so Instinkt hat, da ist doch was und drehe mich zur Seite und da stand er auch neben mir. Die meisten, die hören Schritte, Klopfen, Geräusche, sie sehen Schatten im Augenwinkel, sowas, was sie hier auch erlebt haben. Ja. Richtige Gestalten, die einfach vor dem Bett stehen oder an der Tür vorbeilaufen. Es sind ganz, ganz viele Dinge und sie sind damit nicht allein. Nach der Vorbesprechung rückt einige Tage später das ganze Team an. Eine eingeschworene Gemeinschaft. Technikspezialist Sebastian Kriebitsch, Bürokaufmann Jörg Berwe, das Ehepaar Julia und Chris Betzold und die gelernte Schneiderin Selina, die Seherin. Im Gepäck haben sie Spezialausrüstung, die sie sich zusammengespart haben und helfen soll beim Kontakt mit dem Unerwarteten. Akribisch bereiten die Hobbywissenschaftler alles vor für eine Begegnung der fremden Art. Ist so gut? Ja, ein bisschen. Ein Stückchen tiefer. Ja, so steht die perfekt. So, lass mal. So haben wir alles im Blick. So steht sie gut. Selina, das Medium, untersucht, bevor es losgeht, den alten Haushund. Na, das tut auch ein bisschen weh. Ich kann es da empfangen, und aber auch gleich. Das kommt drauf an, wo man ist und wer da ist, welche Präsenz da ist. Spielt das Wetter eine Rolle? Nein. Spielt die Zeit eine Rolle? Spielt die räumliche Entfernung eine Rolle? Nein. Sprich, Sie kennen dieses Haus hier irgendwo in Deutschland. Ja. Sie haben sich mental aus der Ferne bereits auf dieses Haus hier eingelassen? Ja. Wie? Ganz profan, ich bin heute Morgen mal hier gewesen, zu gucken. Von außen zu gucken? Ja. Sind Sie gelaufen oder sind Sie mit dem Auto gekommen? Ich war einfach hier. Sorgfältig checken die Geisterjäger mögliche Störquellen. Ich suche elektromagnetische Felder, dafür dient dieses Gerät hier, der sogenannte Ghostmaster. So, der misst, wenn zum Beispiel Kabel schlecht isoliert wurden oder wenn Magnetismus in der Luft liegt, das zeigt dieses Gerät an. Geister manifestieren sich durch Energie. Sie ziehen Energie aus der Umwelt ab. Das heißt, es wird kälter, Temperaturen ändern sich rapide, Strom wird dementsprechend abgezogen. Man sieht es auch bei Taschenlampen, die auf einmal keinerlei Strom mehr hatten, obwohl eine neue Batterie drin gewesen ist. Und das kann man hiermit wunderbar registrieren. Die Geisterjäger aus Nordrhein-Westfalen sind jedes zweite Wochenende im Einsatz. 30.000 Besucher hat ihre Homepage pro Monat. Fotos sollen helfen, zu dokumentieren, was aus Forschersicht nicht feststellbar ist. Ich fotografiere wild durch die Gegend. Ich mache immer zwei Fotos direkt hintereinander, um auch ein Vergleichsfoto zu haben. Aber jetzt eine spezielle Stelle fotografiere ich nicht. Ich fotografiere einfach. Optische Täuschung haben wir sehr, sehr oft. Oder je nachdem, wie die Kameraeinstellung ist, dann hat man auch schon mal eine längere Verschlusszeit. Dann hat man so leuchtende Streifen in den Bildern. Wir haben wirklich sehr wenig Fotos, wo man ansatzweise mal sagen könnte, darauf kann man wirklich was erkennen. Wir müssen wirklich Bild für Bild durchgehen, weil man findet ja auch schon mal diese sogenannten Orbs. Das sind meistens Staubpartikel, die durch das Blitzlicht reflektieren. Und dann sieht das halt aus wie so ein rundes Gebilde. Manchmal leuchten die sogar oder wenn ein Insekt vorbeifliegt und so weiter. Obwohl es gibt Aussagen medialer Menschen, die sagen, dass darin ein Schutzengel zu sehen ist oder eine Seele. Es gibt auch Naturgeist. Das ist relativ unterschiedlich, aber bei uns als Team sind es meistens doch eher Reflexionen. Feine Messgeräte sollen Irrtümer ausschließen. Geister sind beispielsweise offenbar kalt. Das ist eine Wärmebildkamera, die Wärmetemperaturen misst in der Umgebung. Und somit kann ich sehen, an welchen Stellen ist es besonders kühl, an welchen Stellen ist es warm. Der Clou daran ist, dass man allgemein davon ausgeht, dass Geister Energie abziehen aus der Umgebung und dadurch mit der Wärmesicht sichtbarer werden. Sprich, Schatten, die man sonst nicht sieht, werden auf dem Bild kühler dargestellt.
Julia ist das feine Gehör des Teams. Mit ihrem Mann Chris lockt sie das Unfassbare. Wenn möglich, nimmt sie es auf. Meine Aufgabe ist, dass die Interviews mit dem Tablet live aufzunehmen. Und der Vorteil ist, dass ich das sofort mithören kann, live, ob eine Antwort kommt. Ist schon mal eine gekommen? Ja. Wie hört er sich das dann an? Das hört sich noch sehr verzerrt an. Das wird alles noch lauter gestellt. Und das Rauschen wird noch rausgenommen, damit es einfach nur klarer wird. Gruseliges Gefühl dabei? Ja. Ein sehr gruseliges Gefühl. Dem Zufall wollen die Geisterjäger nichts überlassen. Das ist eine Infrarotüberwachungskamera, sprich, die kann auch im Dunkeln aufnehmen durch ihre Infrarotlichter. Hat gleichzeitig auch noch einen Bewegungsmelder mit drin, der anhand von Schatten Bewegung auf dem Bild erkennt und dann sofort auf dem System Alarm schlägt. Damit kann ich auch im Dunkeln prima filmen. Zum Beispiel, wenn ich Schatten sehe oder sowas mit der Kamera. Die kann ich dann direkt aufnehmen, weil es ist ja im Dunkeln. Aber ihr macht sie nicht immer nur zur Geisterstunde um Mitternacht? Nein, das mit der Geisterstunde, das ist Quatsch. Das ist ganz einfach nur mit den Geisteraktivitäten, weil halt abends, wenn es dunkel ist, wird es auch ruhiger. Man hört keinen Verkehr. Jeder Einsatz ist anders. Und wenn die Technik keine Ergebnisse liefert, hat Selina ihre ganz eigenen Sichtweisen. So, wir haben jetzt hier alle Infrarotkameras aufgebaut und wir setzen uns jetzt hier vorne gemeinsam auf die Couch. Ja. Wir löschen das Licht und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Genau. Das heißt, ich werde jetzt mit der Dunja abwechselnd Fragen stellen, einfach in den Raum hinein, zu dem, was sie uns erzählt haben. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir eine Reaktion auf unserem Gerät bekommen oder eben nicht. Und wenn irgendwas ist, fragen Sie bitte laut und deutlich. Das ist für unsere Auswertung später sehr vorteilhaft, wenn Sie es laut sagen. Ja. Sonst denken wir nachher, oh, da ist eine Stimme. Ja. 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 Und dann war das nur einer von uns. Der Beginn ist immer derselbe. Wenn hier jemand ist, den wir nicht sehen oder wahrnehmen können, bitten wir dich, dass du dich irgendwie bemerkbar machst. Spuk und Seltsames bleiben Privatsache. Und auch die Geisterjäger versprechen Diskretion in ihrem Job. Sie wollen in erster Linie helfen und bei Plagegeistern plausible Erklärungen liefern. Selbst wenn diese für normale Menschen jenseits ihrer Vorstellungskraft liegen. Kannst du für uns ein Geräusch machen zum Zeichen dafür, dass du hier bei uns bist? Die meisten gehen von einer Grundannahme aus. Es gibt ein Leben nach dem Tod und Verstorbene können aus dem Jenseits mit uns Kontakt aufnehmen. Die Geisterjäger haben dafür ihre ganz eigenen Methoden und ihr Medium. Kannst du vielleicht dieses Geräusch nachmachen? Selina? Nimmst du hier im Moment jemanden wahr? Zwei. Beide da hinten in der Ecke. Einer richtig im Eck drin. Und das andere, wenn du gegenüber guckst zwischen dem Korb und der Wand. Und Mann, Frau? Einmal männlich, heißt Viktor. Und das andere ist kleiner, aber das ist so ein... Weiß ich noch nicht so ganz. Mhm. Also es fühlt sich weiblich an und ist auch ziemlich unsicher. Also Größe von heute 10-Jährigen. Also wenn du dich ein bisschen nach rechts drehst, da steht dieser Viktor. Hallo Viktor. Wenn du jetzt hier bei mir stehst, kannst du mir den Gefallen tun und mein Gerät hier zum Ausschlag bringen, damit ich auch wirklich weiß, dass du hier bei mir stehst? Jeder fünfte Deutsche ist von der Existenz böser Geister überzeugt. Jeder zweite fürchtet sich davor, so Umfragen. Selina, steht diese kleinere Person hier immer noch bei mir? Ja. Ja. Und hast du jetzt mehr Informationen zu dieser Person? Also ich habe sie Emily und irgendwo zwischen 12 und 13. Okay. Hallo Emily,
Wenn du hier bei mir bist, kannst du vielleicht mein Gerät zum Ausschlag bringen. Ich kann dich leider nicht sehen, aber es wäre ganz, ganz toll, wenn du mir irgendwie ein Zeichen gibst, dass du hier bei mir bist. Du brauchst keine Angst haben. Dieses Gerät tut dir nicht weh. Es gibt mir einfach nur eben dieses Zeichen, dass du da bist. Denn ich kann dich leider nicht sehen. Der Grat ist schmal zwischen Einbildung und Gegenwelt. Also nach jeder Frage, die ich stelle, merke ich schon eine gewisse Energie. Ist ein bisschen komisch zu beschreiben. Fühlt sich so an wie leicht schwindelig. Mehr aber auch nicht. Der Seherin wird plötzlich unwohl. Du kannst auch aufstehen, Selina, ne? Und woanders hingehen. Wenn es dir da gerade nicht gut geht, wo du jetzt sitzt. Nee, hier geht's mir gar nicht gut. Ja, dann steh auf. Das möchte ich danach, bitte. Ja, dann. Komm. Da ist auch noch einer. Die Messgeräte schweigen, trotz der möglichen paranormalen Aktivitäten. Für Selina wimmelt es in dem Wohnzimmer geradezu von Geistern. Bisschen weiter vor. Da. Selina, geht es jetzt dir dort, an dieser Stelle, wo du sitzt, jetzt wieder ein bisschen besser? Geht so. Aber das Mädchen ist weg. Du hast nur noch ihn da hinten in der Ecke stehen. Ja. Und kannst du mir vielleicht auch sagen, wer dort vorne beim Jörg steht? Das ist auch ein männliches Wesen, aber der umkreist ihn auch so ein bisschen. Der geht um ihn rum. Selina? Ja? Was ist mit dem, der mich hier umkreist? Ist der noch da? Ja, der heißt Rüdiger. Der ist ziemlich ruhig und ich habe das von 1920 bis 30 irgendwo. Da ist der gestorben. Ich spüre nur den kleinen Luftzug hier am Arm, aber ansonsten kommt von dir nichts. Komm, wir beide mögen Pferde. Ich bin früher auch geritten. Aber du hast recht, ich war wirklich kein guter Reiter. Aber ich habe es immerhin probiert. Ich nicht, ich war verkrüppelt. Was ist passiert? Normal, ich bin so geboren. Und trotzdem hast du diese schwere Tätigkeit wahrgenommen? Und irgendwas musst du leben? Den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Das war ein hartes Leben gewesen. Welche Form war denn die Verkrüppelung? War das am Bein, am Dichtbein, am Arm? Zu kurz, er ist schief. Okay, ein Bein war also länger gewesen. Das rechts. Rechts ist kürzer als, nee, wenn nicht so, links. Links ist kürzer. Er ist schief, er läuft so. War der Viktor dein Chef gewesen? Dein Vormund? Hat ihm der Hof hier gehört? War er grausam? Ey, wollt ihr das jetzt wirklich wissen? Ja, natürlich. Der Viktor ist eine Sau. Der hat alle Mädchen genommen, die bis 15 waren. Alles, was älter war als 15, war ihm zu groß. Zu groß im Wissen und im Sein. Er hat's gewusst und hat sich nicht getraut, was zu sagen oder ihm den Garaus zu machen. Da ist, sowohl, so ruhig wie er ist, aber eine Portion Wut ohne Ende. Und was ist mit Emily? Also hält er sie fest? Ja. Und solange du dazwischen stehst, hat sie den Abstand, die wird auch immer ruhiger. Weißt du, ich hab diese Übelkeit nicht mehr. Emily, ich würde dich gern hier vor diesem Viktor beschützen. Du musst nicht hier bleiben. Du kannst an einen besseren Ort gehen. Und er hat keine Macht über dich. Ihr seid beide schon gestorben. Und du kannst einfach dahin gehen, wo auch deine Eltern jetzt schon sind. Dann eine Verschnaufpause. War es das jetzt schon oder gibt's hier noch mehr? Hier gibt's noch drei. Also drei Präsente. Es gibt wesentlich mehr, aber drei sind da vorne noch und die sind angenehmer. Niemand weiß, ob der Flur seine Geheimnisse zumindest den Geisterjägern preisgibt. Kannst du mir sagen, wo die sich gerade befinden? Also stehen die hier direkt bei mir oder? Die stehen hier wie zu einem Familienporträt. Also ich kann mir das einbilden, aber es wird ein bisschen kälter. Möchtet ihr vielleicht noch etwas loswerden?
was ihr sagen möchtet? Nein, ich habe nur die Antwort auf das Bild. Ja, und die wäre? Da gehört ein Porträtfoto von einer ziemlich hutzligen Frau hin. Also hutzlig, alt. Mir fällt gerade ein, diese Wasserkästen stehen ja sonst normalerweise hier, damit die Hunde ja nicht nach oben laufen. Und irgendwer hat diesen Wasserkasten umgekippt. Kannst du mir sagen, wer das war? Ja, Martin, weil es ist sein Platz. Wenn die vielleicht die Kiste auf eine andere Stufe stellen könnten, das reicht schon. Derjenige, der früher hier gewohnt hat, da ging es um Schulden, um Geld. Und er, weil er das nicht mehr bezahlen konnte, hat sich dann umgebracht, erhangen. Also die, ja, die haben sich alle drei umgebracht. Er hat sich aufgehangen. Das geht hier halt alles über meinen Kopf. Das heißt, die bekommen das nicht wirklich hin. Nee, ich habe einen Kalt, das wohl bis hier vorne geht, aber alles andere geht im Kopf. Was bedeutet das genau? Das geht durch den Kopf? Das nee, das bedeutet, dass ich sie in... Das heißt, du siehst die Bilder im Kopf? Ja. Ja. Was die Seherin kaum wissen kann, in dem kleinen Ort haben sich laut Sterberegister in den vergangenen 400 Jahren 4 Männer erhängt. Also des Weiteren hat Celine hier in diesem Bereich auch ebenfalls eine Familie wahrgenommen. Hm. Der Vater heißt Martin, die Mutter Melita und die Tochter Regina. Okay. Und der Vater hatte große Geldsorgen. Mhm. Es ging um 100.000 Reichsmark. Und da er dieses Geld nicht mehr aufbringen konnte, ist er nach nebenan in die Scheune und hat sich dort erhangen. Oh. Siehst du da sogar mehr als 2 Augen? Kann man so stehen lassen. Einige Tage später werden alle messbaren Resultate analysiert. Die Früchte ihrer Arbeit bewerten die Geisterjäger durchaus kritisch. Hier im Kamin sieht man ja auch ganz deutlich auch eine optische Täuschung. Das ist wirklich nur dieser Blickwinkel, der das einwandfrei hervortut. Und das Gehirn versucht das natürlich zu verarbeiten und schon siehst du dann dort Schatten und Licht und schon hast du dieses Gesicht. Ja, also es ist definitiv eine optische Täuschung. Das ist nichts Paranormales, nichts, wovor man sich fürchten muss. Bei den EVPs, den Tonmitschnitten, sieht es allerdings anders aus. Kannst du dann bitte die EVP hier mal anmachen? Ja. Wie so ein Schweinestall. Ne? Ja, das hört sich tatsächlich an wie ein Schweinegrunzen, aber... Soll ich das nochmal lupen? Mhm. Ja. Hast du hier gelebt, wo hier in diesem Bereich Tiere standen? Kühe, Schweine oder sonst irgendwelche Tiere? Ja, vor allen Dingen kurz nach der Frage. Ist hier jemand mit dem Schweinestall und daraufhin kommt so ein Geräusch, was so ähnlich ist wie ein Grunzen? Da waren ja auch Gerüche und eben haben wir ja nicht nur alleine empfunden. Es waren ja auch unterschiedliche Gerüche. Wir hatten das Pferd, Schwein. Das war wie fast so eine Antwort. Wir könnten die jetzt erstmal zurückstellen und schauen uns, oder besser gesagt, hören uns jetzt erstmal die anderen EVPs noch an, weil wir haben da noch was Interessantes gefunden, was wir noch besprechen sollten. Die Tonaufzeichnungen sorgen für Gesprächsstoff. Ich muss jetzt mal sagen, ob du gleich was hörst. Mom, Mom. Man hört ja von uns ganz viel Gewusel und so weiter. Celine erzählt gerade noch von Emily. Ja. Und dann ist das so, als wenn eine weibliche Stimme irgendwas dazwischen ruft. Also es war auf jeden Fall eine sehr helle weibliche Stimme. Ich würde mal schätzen, Kind. Vergangenheit und Gegenwart, Diesseits und Jenseits. Für Geisterjäger gehört alles zusammen. Beim Abschlussgespräch im Sauerland präsentieren sie der Klientin ihre elektronische Ausbeute. Wir haben jetzt hier
mal eine Stimme aufgenommen, die vielleicht ganz interessant ist. Okay. Soll ich die mal abspielen? Bitte. Mal schauen, ob wir sowas hören? Ja. Gleich hört man eine weibliche Stimme. Da. Ich kann das mal ein bisschen lauter machen. Da. Da ist jemand, der genau dazwischen spricht. Die Reaktion der Spukgeplagten reicht von Überraschung bis Unglaube. Ihr jetziges Wohnzimmer war einst der Stall. Und jetzt gleich fragt die Dunja, stellt die Dunja eine Frage. Das sind Schweinegrunzen. Genau. Hört sich auf jeden Fall so an, ja. Ist ja ein Ding. So zusammenfassend zu unseren Aufnahmen, die wir jetzt hier rausfiltern konnten und die Aussagen von Selina, können wir wirklich sagen, dass hier paranormale Aktivität stattgefunden hat. Okay. Sie haben sich diese Dinge hier nicht eingebildet. Oder wir können auch ihre Erlebnisse keiner natürlichen Ursache zuschreiben, sondern hier hat es tatsächlich gespuckt. Okay, dann bin ich bestätigt. Solange sich Menschen Gedanken über den Tod machen und sich fragen, was danach kommt, wird es Geisterjäger geben. Dabei bleiben die Erwartungen und Vorstellungen einer anderen Welt vage und diffus. Mehr als 30 Teams ziehen in Deutschland als selbsternannte Detektive für die Schattenwelt auf eigene Faust los oder bieten ihre Dienste an. Das Jenseits steht für alle offen. Je mehr Technik und streng Wissenschaftliches unseren Alltag bestimmen, desto intensiver grübeln manche über andere Dimensionen, fernab allem Erklärlichen. Auch auf Schloss Bladenhorst in Castrop-Rauxel sind die Geisterjäger willkommen. Im Jahre 1266 gegründet, hat das Anwesen viele Menschen kommen und gehen sehen. Der Schlossherr schläft gut hinterm Wassergraben. Im Seitenflügel jedoch soll die Nachtruhe getrübt sein. Gab es von Ihren Mitbewohnern schon einmal irgendetwas in Sachen komischer Geräusche oder komischer Erscheinungen zu hören? In der Tat gab es da öfter etwas, die konnten sich nicht erklären, im Kellergewölbe, im Dachstuhl. Und jüngst war etwas in einer recht dicken Mauer, über 2,20 Meter, da gibt es Knackgeräusche, die normalerweise in einer Mauer nicht vorkommen. Wem soll man sowas erzählen? Wenn man da lang und ausgiebig über erzählt, dann fällt das auf einen irgendwie zurück nach dem Motto, der kann sich was nicht erklären, ist merkwürdige Ereignisse, die er dann in seinem Kopf vielleicht noch hat. Man findet wenig Gesprächspartner, mit denen man über solche Themen reden kann. Ja, wir sind jetzt hier auf Bladenhorst. Der Schlossbesitzer hat uns ja hierzu eingeladen, das Ganze mal zu untersuchen. Ebenso wie eine Dame, die hier wohnt. Die hört des Nachts immer wieder Klopfgeräusche bzw. so Knackgeräusche und wird davon wach. Dunja und ich, wir haben uns überlegt, wir werden die Wohnung gleich mal kurz mit einem von euch unter die Lupe nehmen. Die Messgeräte werden in Stellung gebracht. Schlösser sind aus Sicht der Geisterjäger stets erfolgversprechend. Um Phänomenen auf die Spur zu kommen, sollen sogar Puppen helfen. Plüsch für Paranormales? Man glaubt es kaum, denn wenn eine Kinderseele mit im Raum ist, erhoffen wir uns, dass diese Spielzeuge, wir haben extra so ein bisschen aus Stoff genommen, nichts Neumodisches, und auch hier mit so ein bisschen Musik, ja, dass da vielleicht eine Kinderseele drauf reagiert. Selina erkundet in der Abenddämmerung das Gelände. Für das Medium ist schnell klar, dass es hier Zwischenwelten gibt. Da hinten hängt einer im Flur. Entsprechend ist ihre Stimmungslage. Nicht gut. Nicht gut? Nö, der will das nicht, dass wir hier sind. Also das ist schon was Massives hier. Das Schloss ist groß. Die Gruppe muss sich aufteilen. Die Zeit ist knapp.
Das Ehepaar Werner wartet bereits auf die Geisterjäger. Seit 3 Jahren wohnt es hier. Eigentlich fühlt es sich hinter den meterdicken Mauern ganz wohl, würde der Schlaf nicht mitunter durch unerklärliche Geräusche gestört. Vielleicht erzählen Sie uns noch mal ganz kurz, was hier los ist. Ja, zu meinen Wahrnehmungen, da kann ich nur sagen, dass vor einigen Monaten ein Knacken in unserem Schlafzimmer zu hören war. Und es war so laut, dass ich davon wach geworden bin. Danke. Ich nehme es immer hier wahr. Die Geisterjäger tappen im Dunkeln. Ihre Apparate zeigen keine Reaktion. Ehemann Peter, ein Physiklehrer, kann das akustische Phänomen in der Wand auch nicht erklären. Das Klopfen habe ich auch schon mal gehört. Wie hört das sich an? Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Klopfen, das, also wie ein Hammer, oder? Ja, wie merkwürdiges Knacken, Klopfen nachts. Lange, kurz? Kurz. Mehrfach. Von unten, von oben? Nicht von unten, nicht von oben, sondern irgendwo in der Mitte. Wenn es denn ein Geist wäre oder irgendetwas Übernatürliches, so mein, es ist nichts Negatives, was wir damit verbinden. Ein Fall für Selina. Sie hat sofort Kontakt zur Schattenwelt. Für sie ist schnell ersichtlich, wer da aus den Steinen pocht. Das sind mehr als nur einer, nur der ist ein bisschen lauter. Also die Wohnung ist schon sehr energetisch, aber schön. Der hat ein Kind verloren, der sucht es noch. Und deshalb klopft er. Also, er macht nur auf sich aufmerksam, weil er jemanden sucht. Was ich jetzt gerne tun würde, ist ihn wirklich einmal nach Hause schicken, sagen, er darf wiederkommen, muss aber nicht, er darf gehen. Und dann schauen wir mal. Wohin sie die Geister schickt, bleibt ihr Geheimnis. Auf das Geräusch einer unmissverständlichen Kontaktaufnahme hoffen währenddessen die Kollegen an ihrem Einsatzort. Vorsichtig tasten sie sich in die Unterwelt des Schlosses vor. Bladenhorst, Kellergewölbe. Systematisch erfasst das Team Raum für Raum. Für die Crew ist klar, die Begegnung mit anderen Sphären ist harte Arbeit. Und oft enttäuschend. Nee. Keine Reaktion. Der Raum ist definitiv tot. Erfolgversprechender das Treppenhaus. Dort soll es einen Toten gegeben haben. Du hast mir gerade schon zugeflüstert, du nimmst hier einen Mann wahr. Mhm. Wo ist denn der? Der hängt von oben runter. Da, mittig. Ja, du sagst das so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich sehe überhaupt gar nichts. Die Wärmebildkamera zeigt nichts Auffälliges an. Was ist Fantasie, was ist Vision? Die Neugier spornt das Team an. Ja, mein Lieber, der du dich da selbst erhangen hast, kannst du mir sagen, warum du in den Selbstmord gegangen bist? Julia vernimmt auf ihrem Tablet nichts Außergewöhnliches. Für den Schlossherrn ein Grenzerlebnis. Da registriert Chris auf der Kellertreppe plötzlich etwas. Gerade im Ausschlag gehabt, zwischen 4 und 5, wie gesagt. Ist hier irgendeine Frau, die mit uns sprechen möchte? Aber zumindest hier sind Welt und Gegenwelt nicht auf einer Stufe. Nee, jetzt ist er ganz auf Null, jetzt ist er ganz zurück.
Keine Beweise für einen Gruß aus dem Jenseits. Im Rittersaal soll Mozarts kleine Nachtmusik beim Speed-Dating mit den flüchtigen Fabelwesen helfen. Und dabei erkennt Jörg plötzlich Interessantes während seiner Aufnahmen. Für ihn ein erster Hinweis. Also wenn ich jetzt tippen sollte, würde ich sagen, wir haben einen leichten Schatten. Der ist nur ganz schwach hier auf dem Bild zu erkennen. Da bei dem bei der Wandleuchte. Ja, sieht man hier genau. Weil da, auf dem vorherigen Bild, Moment. Ja. Es geht auf Mitternacht zu. Eine Wiese neben dem Haupttor ist offenbar verdächtig. Möglicherweise in einer anderen Zeitebene tollen dort gerade Mädchen herum. Die aufgezogene Spieluhr im Teddy führt zu nichts. Die Lage bleibt vorerst ruhig. Selina, hast du nicht irgendeine Idee, was ich machen kann? Die Seherin gibt praktische Tipps. Hier? Für sie sind die Mädchen real. Sogar die Namen der Kinder. Hermine, Auguste, 100 Jahre zurück. Aber älter sind die nicht. Und da oben sitzt Tante Helene und die passt auf. Schwer vorstellbar für den Rest der Truppe. Plötzlich reagiert das Messgerät in Dunjas Hand. Ja, Ausschlag. Ich glaube, sie möchte nicht gefilmt werden. Dann ist es weg. Sehr komisch. Schnell ist der Spuk vorbei. Aber die Geister sind für Selina offenbar noch existent. Kannst du mir sagen, wenn du hier irgendwelche Kinder siehst, wahrnimmst? Ganz viele. Aber nur auf dem Stück. Bis zu dem Baum und bis runter. Von da bis da. Wie eine kleine Kinderparty, wie ein kleines Sommerfest. Könnt ihr uns erzählen, was ihr hier gerade so Schönes gespielt habt? Vielleicht können wir zusammen was spielen. Ihr habt ja gerade gesehen, also das sind ganz tolle bunte Lichter. Könnt ihr das vielleicht noch mal wiederholen? Traut euch. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen runter. Auf den Boden. Nee, nicht hinlegen. Also uns würde das wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nochmal machen könnt. Vielleicht, weil ihr gerade so viel Spaß hattet, lustig wart. Selinas Schattenwesen bleiben flüchtig. Nur wenn die Messgeräte etwas anzeigen, könnten sich die Geisterjäger vielleicht von der Gespensterrunde überzeugen lassen. Ah, das ist schon besser. Jetzt versucht es nochmal. Bitte. Geräusche bringen Geisterjäger mehr ins Grübeln. Da waren wir in Österreich gewesen, im Schloss Krallenstein, auf Schloss Krallenstein. Und da haben wir unter anderem, der Kollege von mir, der Sebastian, wir sind auf dem Dachboden gewesen, haben eine EVP-Aufnahme gemacht und haben auf dem Dachboden Mädchenstimmen gehört, Kinderstimmen, die wir uns nicht erklären konnten, wo die hergekommen sind. Wir haben die erstmal live gehört und nachher bei der Auswertung haben wir diese Stimmen auch dementsprechend auf diesem Gerät gehört. Das hat mich auch so ein bisschen verdutzt. Und das war eigentlich so, wo ich sagen würde, oh, irgendetwas war da wahrscheinlich. Das seltsamste Erlebnis, das ich hatte als Geisterjäger, das war in einem alten Kriegsfort in Köln gewesen. Da haben wir aufgenommen und uns lief die ganze Zeit, obwohl es im Hochsommer gewesen ist, lief uns ein eisiger Schauer über den Rücken, jedem von uns. Die Fragen waren feurig gewesen, es kamen viele Antworten über den Gaussmaster.
Aber die Bilder, die waren richtig gut gewesen. Also da war ein Bild bei gewesen. Da sieht man einen dunklen, leeren Fensterrahmen ohne Glas. Es war kein Nebel, nichts zu sehen. Und in dem Fenster sieht man richtig die schleierhafte Silhouette einer Frau mit langen Haaren. Man konnte auf diesem Bild alles erkennen. Lange Haare, die Augenbrauen, sinnlicher Mund. Die war nicht älter wie 19, 20 Jahre alt. Also dieses Foto, das war für mich eigentlich der Höhepunkt in der Fotografie, in der Geistergeschichte gewesen. Also so etwas nochmal zu haben oder öfters zu haben, das wäre eigentlich genau der Bringer, den ich brauchen könnte. Für Julia sind Geräusche das Unheimlichste beim Gespenstersuchen. Mein seltsamstes Erlebnis war letztes Jahr in Schloss Greinstein in Österreich. Da wurde von einer singenden Anna berichtet und die habe ich im Gerichtssaal singen gehört. Grenzwertig sind die eigenen Aufnahmen der Geisterjäger. Auf einem Dachboden in Wuppertal kommt es zu einem für sie typischen Dialog mit dem möglicherweise Paranormalen über das knisternde Energiemessgerät. Bist du deswegen hier, weil du einsam bist? Um die Frau mit ihren Kindern zu sehen? Ist hier eine Frau, die uns irgendetwas mitteilen möchte? Halt auf. Ah, auf drei. Kannst du das ein bisschen auch stärker sein? Genau. Wir tun dir nicht weh, wir wollen wirklich nur mit dir reden. Wir wollen wissen, dass du wirklich da bist. Kannst du einmal bitte das Gerät bis auf vier ausschlagen lassen? Drei war schon ganz gut gewesen, einmal bis auf vier. Drei ist schon ganz gut, komm weiter, mehr. Mehr Energie. Ah. Mehr. Komm. Genau, noch ein bisschen mehr. Prima. Dreieinhalb. Ah. Also bist du eine Frau? Definitiv. Definitiv. Bist du auch diejenige Frau, die unten in der Wohnung bei unserer Klientin sich bemerkbar gemacht hat? Nein. Aha. Okay. Definitiv. Magst du die Leute, die unten wohnen? Magst du sie nicht, die dort unten wohnen? Typisch, also... Typisch weiblich. Nein, nicht typisch weiblich, sondern auf meine Frage hinweg, magst du sie? Nichts gekommen. Auf deine Frage hinweg, magst du sie nicht, ist was gekommen. Also ist doch der Effekt... Der Effekt ist definitiv. Das ist eine Frau und sie scheint dir hinter unter uns nicht zu mögen. Also wir danken dir auf jeden Fall schon mal, dass du uns kooperiert hast. Was war das denn? Was denn? Meine Kamera hat ausgelöst und der Gasmaske ist aufgeschlagen, ohne dass ich das Gerät hier in der Hand hatte. Ja, ich hab grad Klacken gehört. Das Schöne ist, ich hab dich voll im Bild gehabt. Das ist gut. Warte mal. Guck doch mal drauf. Nee, das hat aber das Letzte, was er aufgenommen hat, ist die Kamera. Die Lampe. Der Auslöser ging an, das hab ich gehört. Der Auslöser ist definitiv einmal angegangen. Und der Gasmaske ist einmal hochgegangen. Selina braucht keine Apparate für etwaige paranormale Kontakte. Ihr öffnet sich der Weg in eine andere Welt ganz von alleine. Nicht jedes Medium und nicht jeder, sagen wir mal grob Esoteriker, ist in der Lage, Seelen auf die andere Seite zu schicken, über die Brücke, wie auch immer man das nennen möchte. Sagen wir es so, ganz grob, ich habe mehrere Stimmen im Kopf, im Ohr, wie immer du das nennen möchtest. Jeder hat seine eigene Tonlage. Wenn ich jetzt für Menschen arbeite, die jemanden suchen, dann muss ich den Erkennungswert haben. Also kann ich meinem Gegenüber sagen, der sah im letzten Leben oder zum Schluss so aus und das höre ich. Und dann kriege ich ja manchmal Dinge gesagt oder überhaupt Dinge gesagt, die ich gar nicht wissen kann. Und es ist aber auch immer derjenige, der gemeint ist und der gesucht wird. Und dann kann ich denen das erzählen. Bei dem Wasserschloss macht sie dann noch eine ganz private Entdeckung. Auf dem früheren Friedhof stößt sie im Unterholz auf für sie mutmaßlich verlorene Kinderseelen. Und die schickt sie dann nach Hause, wo immer das sein mag. Ganz ohne Auftrag und Messgeräte.